Schreibe beim Andi auf den Deckel. Danke. Die Schlucke. Was brauchen die Penner da oben so lange? Die bohren den Tresor kaputt. Mensch, du bist nass. Nicht mal der alte Lubitz hätte das so sauber hingekriegt. Andi, guck mal, bin ich gut? Ihr seid immer bescheuert, den Tresor zu knacken. Geräusch! Ja, dann bleib mal ganz ruhig, Schlucke. Los, komm, Andi. Andi, guck mal in der Halle nach und ihr beiden. Ihr seht mal hoch. Na los! Genau das, was ich euch jetzt tun werde. Dann verpiss dich da, du Penner! Wer ist am besten gar nicht erst mitgekommen? In dem Tresor sind nur Akten, sonst nichts, nicht mal Kleingeld. Hey, dann lass uns endlich abbauen. Schlucke und der Psycho haben die auch schon verpisst. Wie? Na, abgehauen, die haben sich verpisst. Ich hab dir doch gesagt, dass Schlucke einen Sprung in der Schüssel hat. Mann, scheiße nur, dass ich mich von dir Arsch auch immer breitquatschen lasse, ja? Anstatt den Abend mit einer Superbraut im Bett zu verbringen, brech ich bei meinem Vereinspräsidenten in der Firma eine Scheiße!